Hallo Freunde, willkommen im Fotomodus. Hier möchte ich gerade mal gucken, was man hier alles so machen kann. Benutzeroberfläche ausblenden. Versatz, Kamera. Ach, hier kannst du die ganze... Boah, hier, okay, hier kannst du wieder alles... Okay, man kann hier alles verstellen. Zoom. Und kommt aber nicht weiter raus als bis... Man kann sich um Nathan herumdrehen quasi. Sichtfeld. Schärfen und Tiefe, das ist... Also hier kann man wirklich eine Menge verstellen. Oh, der ist schick. Wenn man das noch auf der Festplatte speichern kann. Shoreline, aha. Was ist denn Shoreline? Hat das irgendeine besondere Bedeutung? Mal kurz googeln. Shoreline, was ist das? Ufer. Ufer, aha. Oder eine Stadt im Nordwesten des King County im US-Bundesstaat Washington. Eins von beiden wird sein. Keine Ahnung, was diese Personen, die da auf dem Bild zu sehen sind, zu tun haben. Ist auch egal. Vignette. Also da war die ganze Filmkörnung. Ach, fuck. Ich kann hier alles einstellen. Charaktere ausblenden. Das ist echt geil. Der Fotomodus gefällt mir gut, auch wenn ich ihn bisher fast nie benutzt habe, aber allein, dass er da ist. Ich finde es eigentlich einzig und allein schade, dass man das nicht auf 30 FPS runterschalten kann. Das mögen viele scheiße finden, diese Meinung meine ich, die mögen viele nicht unterstützen können, aber ich finde, dass es filmischer aussieht, wenn es in 30 FPS läuft. Man gewöhnt sich aber auch an die 60. Und zum Zocken ist es halt besser, ne? Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Es ist nicht dieselbe Stimme wie Joel aus The Last of Us. Obwohl, ich glaube, der Typ, ich habe den Namen leider vergessen von seinem Synchronsprecher. Oh, da geht mein Headset aus. Augenblick. Und es hat schon so schön rot geblinkt. Das heißt, es war sowieso nur eine Frage der Zeit, aber das rote Blinken ist mir nicht aufgefallen. Zack, so. Das haben wir gleich. So. Also wie gesagt, der Synchronsprecher von Joel aus The Last of Us ist mir jetzt leider nicht mehr im Kopf. Der Name, meine ich. Aber das ist auf jeden Fall... Ich denke nicht, dass es derselbe ist. Ich glaube aber trotzdem, dass Troy Baker hier den Sam macht. Glaube ich. Also mit glaube ich meine ich, bin ich mir ziemlich sicher, weil... So eine wichtige Rolle haben die dem mit Sicherheit verpasst. Und es ist eindeutig eine wichtige Rolle. Sind hier denn überhaupt keine Schätze? Ist ja geradezu peinlich. Peinlich ist das. Ich
frag mich nur, wie die Begegnung zwischen Sam und Sully gleich abläuft. Aus irgendeinem Grund kennt er den ja, obwohl das vor dem ersten Spiel war. Vielleicht haben die sich aber auch nur nie gesehen und Sully hasst den Typen einfach nur von den Erzählungen, die er gehört hat. Das kann natürlich sein, wenn du erzählst, dass sein Bruder im Gefängnis ist, obwohl Nate es selbst auch schon war, dann kann das trotzdem schlecht ankommen. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ich weiß nicht mal, wo genau wir sind. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Achso, während des Greifens, wenn er den hier macht. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wow. Okay, wohin jetzt? Da unten ist sogar noch mehr zum Weiterklettern. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Ich brauche nur das Seil. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich habe guten Halt. Okay. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Klappt das? Oh, bitte. Oh ja. Okay. Und... Na, zack. Wenn wir das Seil einmal verlieren, sind wir, glaube ich, richtig am Arsch, weil das wird mega wichtig. È sopravvissuto? Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Okay, wir können. Das ist schön. Hier sieht's schön aus. Hier will ich bleiben und wohnen. Und wenn die mich erwischen, dann wahrscheinlich auch sterben. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Das stimmt. Da, unser Fenster. Noch nicht, lieber Freund. Hier ist zu viel Platz. Hier muss irgendwas zwischen den Bäumen und Sträuchern liegen. Was uns hoffentlich auch anglitzert. Weil sonst werde ich es vermutlich nicht finden. Aber da die Schätze ja meistens in der Ecke liegen, bin ich jetzt gerade erstmal nur aufmerksam auf das, was hier... Hier passiert. Ah, guck mal. Auf einer Fensterbank. Wo auch sonst. Kann man hier hoch? Nein. Das ist natürlich zu hoch, ne? Hm, alles klar. Aber 50 Meter weit springen, wenn es drauf ankommt. Zitronenbäume würde ich auch gerne mal so in echt sehen. Die wachsen ja auch nur in diesen tropischen. Nicht in diesen Tropen. In diesen mediterranen Gebieten und so. Gut, wir sind fast da.
müsste halten. Das ist ein sehr stabiles Seil. Nathan! Nathan! Ja, bist du selber schuld, wenn du uns mit auf ein Abenteuer nehmen willst. Ist doch klar, dass wir dann sterben. Okay, abseilen. Wie weit? Aha. Okay, komm runter. Ich glaube aber nicht, dass ich Sam sage, wenn du jetzt stirbst. Ah, okay, er hat's geschafft. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Das tun wir nicht so uninteressiert. Müssen wir da runter? Hier ist nichts zum Hochklettern. Ja, dann hier. So, hier ist was zum Hochklettern. Habe ich einen Schatz verpasst? Ich glaube nicht. So. Es sieht echt gut aus, dein. Aber das wissen wir. Ja, das sieht doch gut aus. Ha. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Man merkt, wie er ein bisschen träger sich umherschwingt als noch zuvor immer. Oh, ich muss mich kurz kratzen hier. Das geht leider vor. Das sind körperliche Bedürfnisse, die ich nicht vernachlässigen kann. Ist hier ein Schatz? Nein. So. Ach, guck mal. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Das ist ein relativ dünnes Seil. Bin erstaunt, dass das immer so gut und lange hält. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da.
Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Gibt's zu lang irgendwas? Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. Veganes Leben. Ja, mal kurz gucken, ne? Vielleicht gibt's hier was zu stehlen. Ah, ich wusste es. So. Wo dreht man sich am wenigsten um? Zu Level Beginn. Non mi interessa quanto. Tommaso, conosci? Scusi. Non ho ancora avuto il piacere. Stasera c'è tutto esaurito. Ich weiß nicht, wie hoch hier die Schatzdichte ist. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Vor allem er sagt das richtig übertrieben ruhig. Hä, wo ist Sully hin? Ich bin so glücklich. Ich finde es schade, dass man hier nicht schnell laufen kann. Ups, auf einmal steht er hier. Alles klar. Gar nicht mitbekommen, dass er sich so schnell bewegen kann. Ich dachte, mein Französisch oder zumindest mein französischer Akzent wäre ganz annehmbar. Aber vor ein paar Monaten war ich mit meiner Freundin nicht. Ich hatte gerade die. Rossi anwesend. Auktion, Auktionsordnung, Seite 1 von 3. Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Alle Gebote sind bindend. Alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Preistreiberei und/oder Zahlungsunfähigkeit werden streng geahndet. Falls erforderlich, kann der Transport ihrer erworbenen Objekte mit den Managern des Rossi-Anwesens arrangiert werden. Nummer 539 Qing Shi Holding Co. Sammlung chinesischer Bronzefiguren. Anfangsgebot 200.000. Oh, das ist schon. Ja, das ist für reiche Leute. Dieselbe Firma verkauft auch 6 Terrakotta-Soldaten. Wahrscheinlich aus Die Mumie. 4 Terrakotta-Bogenschützen aus demselben Film, nehme ich an. Euphronix-Krater, das. Henne Fabergé-Ei. Habe ich irgendwie schon mal gehört, in irgendwelchen Filmen oder so kam das auch schon vor. Danke. Danke.
Nachlass von Sir Nicholas Trott. Hölzernes Kruzifix mit Gold und Silber intarsiert. Das ist wahrscheinlich unseres. 20.000? Gar nicht mal so teuer. Also, viel weniger teuer als die anderen Sachen. Herrlichkeit GmbH. Aha. 15 Millionen. Hier ist einiges dabei, was viel Geld kostet. Sagen wir es mal so. Ça va durer encore combien de temps? È la prima volta che viene. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Ja, ja, ich wollte nur kurz meinen Anzug abgeben. Si, si, Senor. Hallo, Feliz cumpleaños. Feliz irgendwie. Wie hieß das nochmal? Oh, dieser Ort ist chic. Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Verzeihung. Dummen europäischen Techno. Es ist für mich weniger Techno als... Gut, als das, was ich bereits kenne. Naja. Aber es ist schön hier. Sehr, sehr spießig, aber schön. Danke, ich möchte nichts essen. Ich gucke mich mal nur ein bisschen um hier, aber... Ich glaube nicht, dass ich hier Schätze verstecken, weil hier irgendwas abzugreifen ist, glaube ich, ein bisschen riskant. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Wie soll ich das denn machen? Ach, das ist bestimmt jetzt Geschicklichkeit. Da werde ich sowas von verkacken jetzt. L2. Noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich. Okay, das ging schnell. Und er hatte Zweifel. Das hat er eh bemerkt. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Vor allem sieht jetzt jeder, dass wir hier reingehen. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross?
Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Diese Szene wurde schon mal in einer Preview gezeigt. Wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Ja, lass uns die Küche suchen. Diese Nadine Ross ist... Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Shoreline scheint dann wohl Nadine Ross' Firma oder Organisation zu sein. Und das war auch das Hintergrundbild, das wir gerade als Rahmen auswählen konnten. Hier ist 100 Pro ein Schatz. Er zeigt sich nur nicht sofort offensichtlich. Aber es ist ja immer... Es ist immer dort, wo man als letztes lang geht. Ahaha. Was ist das? Options. Okay, ich habe schon 3 Schätze verpasst. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt meine Absicht, alles in jeder Ecke zu durchsuchen. Trotzdem ein ganz guter Schnitt bis dato. Ach, hier hätte ich nur durchs Fenster gucken können. Da sitzen Wachmänner mit Waffen, das habe ich auch so gesehen. Und gehört. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Abgeschlossen, klar. Okay. Plan B. Plan B, erstmal einen Schatz suchen. In solchen verwinkelten Umgebungen ist eigentlich immer was. Na geht doch. Mindestens ein riesiges Weinfass auf Rädern. Ach, jetzt darf ich das alleine schieben oder was? Okay, es scheint leer zu sein. Da oben sind Lüftungsschächte. Nathan, schau dir das mal an. Na bitte. Es wäre der Licht. Oder auch nicht. Du hast keine... Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Ja. So. Gut gemacht. Ich habe natürlich taktisch gedacht und direkt dran gezogen, was natürlich richtig war, denn... Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Aus allem. Außer seinen eigenen Verstand. Da wird er wahrscheinlich Probleme kriegen, weil er mit sich selbst argumentieren muss. Hier entlang. Gegen sich selbst. Gegen? Man argumentiert mit oder gegen einem? Hey, zieh mal die Lüfte. Person. Da geht's raus. Das weiß ich nicht. So. Bin noch gerade ein bisschen sehr konzentriert auf die
finden wir was zum Draufklettern. Ja, okay, das wollte ich gerade holen. Ich war gerade sehr konzentriert auf das. Ja, okay, du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Auf das Suchen der Wege war ich konzentriert. So. Wo ist der Schatz, der hinter diesem Ding war? Ich hoffe doch, hier ist einer. Gut, damit habe ich natürlich gerechnet, dass keiner da ist. So. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Nein, geh doch zurück. Verdammt. Kellner. Der Platzkopf hat auch noch meine Größe. Con il parrucchino in quella roba sul naso. Kellner gibt's hier wirklich mehr Portali. Als Schacquature dei piatti. Ich habe bestimmt einen Schatz verpasst. Aber da mir der Typ ja nicht mehr aus dem Weg geht, wenn ich zurücklaufen will, danke Sam, habe ich keine Möglichkeit nachzugucken. Okay, da war noch ein anderes. Achtung. Dove diavoli si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Wäre es nicht besser, sich an den Wachen zu verkleiden? Frischluft, wir kommen. Obwohl ich glaube, die Wachen kümmert das eher, wenn sie einen sehen, der nicht zu ihrer Truppe gehört, als die Kellner. Denen das vermutlich egal ist. Also schätze ich mal jetzt einfach. Ist schon eine nice Aussicht. Das sieht ein bisschen so aus wie in Syrien, dass die Festung, die wir da in Uncharted 3 bestiegen haben, so von der Aussicht her. Nur merkt man, dass es hier doch detaillierter ist. Man muss allerdings auch beachten, dass es tatsächlich viele Gigabyte in Anspruch nimmt, wenn die Optik nur leicht verbessert werden soll. Also der Sprung zwischen einem Spiel von 2000 zu 2010 ist vielleicht 100 Mal mehr zu sehen als der Sprung von 2014 auf 15 und 15 auf 16. Deswegen sollte man das zu schätzen wissen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Ja, hiermit. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Hier, bitte. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Ja, sicherlich geht's ihm gut. Vielleicht passiert ihm ja auch sowas wie in Uncharted 3 so gegen Ende. Bingo, da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Macht nichts, wir suchen hier nach einem Schatz. Und dann ist die Folge gleich auch schon zu Ende. Ich bin doch langsam ein bisschen müde und ich möchte alles andere werden, aber nicht müde. Denn gerade für so ein Spiel hier sollte man sich das nicht leisten. In GTA fällt das zum Beispiel nicht auf, wenn ich gegen eine Wand fahre, wenn ich dabei einpinne. Das ist ja ganz normal, aber hier ist es schon komisch. Komm, die eine Leiter mache ich noch. Sam, hier. Kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's?
Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Tja, guck mal, jetzt brauchen wir nur noch eine Kostümierung. Okay, ab in den Maschinenraum. Nee, warte, wir brauchen gar keinen. Wir brauchen tatsächlich am... Das... Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Baugleich. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Ist auch mal ganz gut, wenn wir alleine sind mit uns selbst. Sam ist weg. Sully ist auch nicht da im Moment. Das heißt, wir können uns... Bevor ich Strom ausschalte und alles, verabschiede ich mich mit dieser Aussicht, die so schön jetzt auch wieder nicht ist, weil das Wetter spielt gerade nicht so geil mit, aber es ist... Die Gegend an sich ist ja schön. Und da unten fahren die ganzen Costa-Schiffe auf Grund und kentern. Was habe ich? Nee, habe ich nicht. Nee, den habe ich jetzt nicht gebracht. Nein, war ja auch gar nicht ernst gemeint. Ich danke aber für eure Bewertung, die auf jeden Fall ernst gemeint sein sollte, da sie mir hilft, die Videos besser oder schlechter zu machen, je nachdem, wie ihr das bestimmt. Und natürlich werden auch Kommentare immer gelesen und nur manchmal beantwortet, weil viele ähneln sich halt oder bei vielen steht halt, okay, gutes Video. Da schreibe ich dann mittlerweile nicht mehr unter jedem Kommentar Danke oder so, weil das einfach, das käme zu komisch für mich, finde ich. Weil ich müsste das dann halt zum tausendsten Mal schreiben. Und ihr wisst, die dabei waren vorher schon, die wissen, dass ich die Kommentare alle lese. Die jetzt neu dazukommen, wissen es, nachdem ich es gesagt habe. Und wer mir da nicht vertraut, der sollte besser gar nicht weitergucken. Deswegen danke ich fürs Zuhören, Zusehen und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.